Felix von Jascherow spielt seit 20 Jahren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit. Am 25. Juli 2001 änderte sich für GZSZ-Star Felix von Jascherow alles. Vor fast 20 Jahren erschien der Schauspieler nämlich das erste Mal in seiner Rolle als John Bachmann auf den TV-Bildschirmen. Und seitdem ist er bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten nicht mehr wegzudenken. 20 Jahre ist schon ne Hausnummer, staunt der 38-Jährige jetzt im Vidstagram-Interview mit Kena Amor und Tanja Bülter. Und das große Jubiläum ist auch der perfekte Anlass, um Felix Highlights Revue passieren zu lassen. Was sich in den vergangenen Jahren bei GZSZ geändert hat und wie für ihn alles anfing, zeigen wir oben im Video. Klar hat man einen Stempel. Nach 20 Jahren GZSZ geht es gar nicht anders, man verbindet Felix von Jascherow sofort mit der erfolgreichen RTL-Serie. Klar hat man einen Stempel, erklärt der Schauspieler im Vidstagram-Interview. Und er ist auch stolz auf seinen Erfolg bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Doch er macht auch klar, ich bin Künstler und nicht nur der Schauspieler von. Der 38-Jährige hat sich nämlich auch ein zweites Standbein aufgebaut, ich habe trotzdem noch die Möglichkeit, andere Dinge wahrzunehmen. Als Sänger zum Beispiel, ich bin quasi ein Chamäleon, scherzt Felix. John Bachmann ist Felix in 20 Jahren natürlich ans Herz gewachsen, schließlich schlüpft er fast täglich in das Leben seiner Rolle, und das genießt der Schauspieler nach wie vor. Ich liebe das Auf und Ab. Es gibt da trotzdem eine Sache, die Felix von Jascherow unbedingt vermeiden will, wie er im Interview erklärt, da kommt kein anderer und nimmt mir die Rolle weg. Denn hin und wieder gibt es tatsächlich den Fall, dass Rollen aus unterschiedlichen Gründen von anderen Schauspielern übernommen werden. Doch Felix will John treu bleiben, bis zum Ende, man möchte diese Rolle vom Anfang bis zum strikten Ende durchspielen. Und abgesehen davon gibt es noch eine Sache, die der Schauspieler sich für seine Rolle wünscht, ich möchte einfach, dass der Bachmann einfach mal wieder glücklich wird. Nach dem ganzen verkorksten letzten Jahr. Er ist also genauso gespannt wie die Fans, wie es für ihn weitergeht.